Hi, mein Name ist Marco Lorenz und in diesem Video möchte ich dir sagen, wie du die Kundalini Awakening Frequency am besten nutzt und daraus den maximalen Nutzen für dich herausholst. Hi, wie schon im anderen Video angekündigt, erkläre ich dir in diesem Video, wie du die Frequenz am besten nutzt für dich. Ich empfehle dir vor allem, diese Frequenz regelmäßig zu hören. Das heißt nicht, dass du beim ersten Mal was erlebst, aber es können auf jeden Fall Symptome auftreten, wie zum Beispiel, du hörst sie und dann hast du einfach die Symptome, die man allgemein hat, wenn man anfängt, die Kundalini-Energie zu erwecken, wie zum Beispiel Hitze, Kälte, Gefühlsschwankungen. Also gibt es dort eine ganze Liste, schau einfach auf Wikipedia und dort gibt es eine ganze Liste von Symptomen, Begleiterscheinungen und so weiter. Geh es einfach dann durch. Ich schreibe es dir auch im Brainwave-Shop, wenn du auf die Frequenz gehst, dann fasse ich dir das Ganze auch zusammen. Ja? Dann weißt du, wenn diese Symptome vorkommen, dann weißt du, dass es angefangen hat, dass du die Kundalini-Energie in dir geweckt hast. Ja? Und es geht nicht nur darum, dass die Symptome passieren, sondern was vor allem passiert ist, dass deine Bewusstheit klarer wird. Du hast mehr Energie, mehr Fokus, mehr Konzentration, bekommst Visionen und du wirst einfach bewusster. Also ich habe es im anderen Video schon erwähnt, stell dir vor, du bist ein Wasserhahn und durch diesen Wasserhahn läuft ja durch deine Sinne immer Bewusstheit. Und wenn die Kundalini erweckt wird, heißt es, es fließt mehr Bewusstheit durch und du nimmst viel mehr wahr. Und so kannst du dir das ein bisschen vorstellen. Ja. Wann nutzt du die Frequenz am besten? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder vor dem Einschlafen. Ich empfehle dir aber eher, direkt nach dem Schlaf in der Früh diese Frequenz zu hören. Oder wenn du sagst, du willst mystische Erfahrungen erleben, dann nutzt die Schlafunterbrechung. Das heißt, schlaf 4,5 Stunden. Bleib kurz munter und dann höre die Frequenz an, so ungefähr 10, 20 bis 40 Minuten maximal, bleib dann munter, tu ihnen was und dann leg dich hin und höre die Frequenz oder in der Meditationshaltung und wenn du sie gehört hast, dann legst dich hin und schläfst normal wieder ein und dann kann es nicht, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du merken, dass die zweite Schlafphase danach, da passiert was Krasses, lass dich überraschen, was dann passiert, ja. Somit indizierst du mystische Erfahrungen, weil du dann auch Melatonin und Serotonin in anderen Kombinationen nutzt für dich. Ja? Wie sollst du sie sonst hören? Also ich empfehle die Frequenz in der ersten Phase ein bisschen regelmäßiger zu hören. Also entweder so die ersten, also alle paar Tage, so alle 2 bis 3 Tage. Du kannst sie auch täglich hören. Und am besten ist es grundsätzlich, dass du einfach auf dein eigenes Bauchgefühl hörst. Und einfach sagst, okay, passt jetzt oder wenn nicht, wenn du sie anfängst zu hören, du merkst so, ich fühle mich heute unwohl oder es passt irgendwas nicht, dann breche ab und lass es einfach, weil dein Körper sagt dir ganz genau, wann du was wie hören sollst. Also hör viel eher auf deinen Körper als auf das, was ich dir im Video sage, weil jeder Mensch ist ein Individuum und jeder hat halt, der eine braucht es halt öfter, der andere braucht es halt nicht so öfter. Ja. Und das ist halt je nach Tagesverfassung, je nach Uhrzeit, je nach Zustand. Also da gibt es halt so viele Faktoren. Ich kann nur so einen groben Richtwert nennen und auf Basis von Erfahrung, weil ich die Frequenz ja sehr oft testen muss, wo ich dann gemerkt habe, okay, da passt es eher, da passt es eher nicht. Aber das ist halt auch nur auf mich und auf ein paar andere Testkandidaten. Aber es muss nicht sein, dass es für dich auch so ist. Ja. Das heißt, hör eher auf dein Bauchgefühl. Ich empfehle ja so alle paar Tage und dann je nach eigenem Empfinden, dass du sie einfach hören kannst, wann du möchtest. Und lass dich einfach überraschen, was passiert. Wie gesagt, wenn du sagst, du willst eher ein bisschen in diese Tripart hineingehen, dann vor dem Schlafen oder mitten in der Nacht zu hören. Und sonst am Tag geht natürlich auch, aber hör, wie gesagt, da auf dein eigenes Bauchgefühl. Ja. So, kommen wir jetzt zu dem, was du als Technik tun kannst, um die Kundalini-Frequenz zu verstärken, die Wirkung sozusagen, wenn du es nicht einfach nur über die Audiosinne wahrnimmst. Ja. Die beste Frequenz, die du nutzen kannst, um dich darauf vorzubereiten, ist, dass du, es geht immer vorher auch bei der Kundalini darum, dass du in deinen Körper reinigst, vor allem auch dein Chakrensystem, dass du in die Freude kommst, dass du deine Frequenz einfach erhöhst, was den ganzen Prozess vereinfacht und verbessert. Und da empfehle ich dir entweder die Morning-Night-Meditation, die dir regelmäßig vorher anzuhören, so ein bisschen in den Flow zu kommen, der Gewohnheit, dann wird die Kundalini-Frequenz massiv stärker wirken. Alternativ, also sagst du, willst du nicht kaufen, kannst du dir auf dem YouTube-Kanal von Meditation Guru gibt es eine kostenlose Chakra-Aktivierungsfrequenz, die würde ich mir vorher auf jeden Fall anhören.
Oder halt die längere Version von der Night Meditation, die hat viel mehr eingebaut, um die Schwingung zu erhöhen. Das würde ich mal vorher machen. Ja. Dann, was ist wichtig, wenn du die Frequenz hörst, dass du dich vorbereitest, dass du bewusst in die Freude hineinkommst, dass du bewusst sagst, okay, du versuchst vielleicht auch deine Ernährung ein bisschen umzustellen. Du baust in deinen Alltag Dinge ein, die dich mehr in die Freude bringen. Und wenn du dich schlecht fühlst, dann lass es sein mit dieser Frequenz. Wenn du dich heute aber gut fühlst und du dich sagst, boah, ich fühle mich jetzt richtig fit, dann hörst du die an, dann wird sie dich verstärken. Ja. Das ist so wie Resonanz. Wenn du dich schlecht fühlst, dann wird sie dich noch schlechter machen. Wenn du dich gut fühlst, dann wird sie dich noch glücklicher machen. Ja. So kannst du dir ein bisschen vorstellen. Und jetzt geht es um Folgendes, wenn du die Frequenz hörst. So die ersten 10 Minuten versuche einfach komplett dich dissoziieren zu lassen und dann visualisiere, wie sich dein Bewusstsein, da musst du dir vorstellen, wie so ist wie so eine Aura, also wie so verschiedene Schichten, die ganzen Körper, die um dich herum sind. Und jetzt visualisiere oder auch eher nicht nur visualisiere, sondern auch dieses Gefühl, versuche, dass diese ganzen Bewusstseinsschichten, dieser ganzen Körper, die du um dich herum hast, zusammenführst zu einem Teil, also dass es komprimiert wird in deinem Körper. Und dann stell dir vor, dass das ganze Bewusstsein sich koppelt in dein Wurzelchakra und dann bleibst du dort ein paar Minuten angehaftet. Dann gehst du vom Wurzelchakra mit diesen ganzen, also wo du alle ganzen Energien, deine ganzen Bewusstseinssysteme verankerst du das und dann gehst du schön langsam zum nächsten Chakra, zum nächsten Chakra, zum nächsten. Das machst du so, hältst 2, 3 Minuten hier deine Aufmerksamkeit, dann gehst du nach oben und so weiter. Und dadurch fokussierst du deine ganze Energie, dein ganzes Bewusstheit in deinen ganzen Körper nach oben. Also genau dieses System, wie auch die Kundalini-Energie sich nach oben breitet, baust du sozusagen wie eine Art Brücke, wie ein Tunnel von unten nach oben und versuchst dann immer ein paar Minuten deine Aufmerksamkeit hier zu haben, hier zu haben, hier zu haben, bis zum Kronenchakra und dann gehst du wieder nach unten und fängst wieder von vorne an und so weiter. Und dann öffnest du diesen Energiekanal, wo sich sozusagen die Energie, die du hier nach oben visualisiert hast, vereinfachst und verstärkst. Als Geheimtipp kannst du Folgendes tun. Du kannst in der ersten Phase sozusagen deine Bewusstheit einfach nach außen pulsieren. Also wie gern so das Gefühl nennen, dass du mit deiner Bewusstheit rausgehst in den Raum und die ganzen Atome, die ganze Energie, die in diesem Raum ist, du verbindest dich mit der Energie und dann, das machst du so 5 Minuten, pulsierst einfach raus wie so Wellen. Du schlägst einen Stein in die Welle hinein und dann pulsiert sie sich nach außen, die ganze Energie, die im Raum ist, verbindest du dich mit der und dann pulsierst du 5 Minuten lang nach innen, in den Körper hinein, vielleicht in deine ganzen Körperteile und dann sammelst du die Energie mit dem Gefühl in dein Wurzelchakra und dann gehst du sozusagen immer weiter nach oben und hältst da die Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Chakren. Du wirst dann merken, wie die Energie sich dann dort verhaftet. Du kannst dabei emotionale Ausbrüche kriegen, du kannst Emotionen spüren, die du noch nie gespürt hast. Das kann dabei passieren und dann bis nach oben und dann fängst du wieder nach unten an und dann, oder du kannst von oben nach unten gehen und dann wieder von unten nach oben. Wichtig ist, durch die regelmäßige Übung, durch das Koppeln mit der Frequenz verstärkst du sozusagen, baust du einfach diesen Energiekanal auf und sammelst die Energie und staufst du dir in diesem Punkt an und baust diese Brücke. Und dann hat sozusagen die Kundalini-Energie einen Tunnel, ja, eine Brücke, wo sie leichter nach oben fließen kann. Und wichtig ist, dass du auch eine Sache weißt, die Kundalini-Energie kann auch, wenn du die Frequenz einmal hörst, kann es passieren, dass was passiert. Wenn du sie 5-mal hörst, kann es passieren. Oder wenn du sie 100-mal hörst, dass dann erst was passiert. Also die Kundalini-Energie ist so eine Spontanaktion. Also sie wird kommen, wenn du dafür bereit bist. Und meistens genau dann, wenn du nicht damit rechnest. Somit lasst jegliche Erwartungshaltung los, wann das passiert und wie und so weiter, sondern mach einfach die Übung, hör dir die Frequenz an ohne Erwartungshaltung und du geh einfach mit diesem Mindset hin, wenn es passieren soll, würde es passieren und vielleicht ist, du hörst die Frequenz und eine Woche später, wenn du dich ins Bett legst, einfach ohne nichts und du willst einschlafen, dann passiert es, ja. Und lass dich dann überraschen, was dann passiert. Und wie gesagt, mehr Informationen zur Nutzung und weitere Tipps habe ich in der PDF im Shop angehängt. Also einfach oben in der Reiter Downloads gehen und dort findest du den Nutzungs-PDF. Dort füge ich auch weitere Sachen hinzu, die später auch hinzukommen. Ja. Also ich wünsche dir viel Spaß mit der Kundalini Awakening Frequency und bis bald. Tschüss.